Ja, Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir sind immer noch im Nichts, im brennenden Turm und müssen durch dieses Mauseloch. Es wird gespeichert. Quest aktualisiert. Entkomme aus dem brennenden Turm. Du hast einen Templer gefunden, der offensichtlich träumt. Ja, das ist ja gut. Vielleicht steht er mit deinem Fluchtweg in Verbindung. Vielleicht, na, wenn das mal nicht ein Wink mit dem ganzen Zaun ist. Der träumende Templer. Ja, ich will mal hier raus. Ich will ja nicht, oh, ich bin ein Trottel, ich will ja nicht aus der Verschlungenheit raus, ich will die Gestalt wechseln. Ja, Momentum an. Und Hackengas hier. Unruhe. Zwei Waffenstreich. Erstmal auf den Dämon, der nervt. Hallo. Na bitte, es geht doch. Verblasst. Ich bin frei. Ja. Nehmt Ragos Kraft. Setzt sie ein und verbrennt ihn. Verbrennt sie alle. Er beschützt den Dämon der Trägheit. Er versperrt den Weg. Ihr müsst die Tür zerstören. Andere Träume. Andere Kräfte. Der einzige Weg. Und wir haben eine neue Gestalt. Die Feuergestalt, mit der wir die Feuerbarrieren durchschreiten können. Und die Quest wurde aktualisiert. Finde einen Weg, die verstärkte Tür zu überwinden. Nachdem du den Templer besiegt hast, hat er dir die Fähigkeit verliehen, eine andere Gestalt anzunehmen, in der du selbst brennst und immun gegen Feuer bist. Durch Feuer gehen zu können, könnte nützlich sein. Der Weg vorwärts wird durch eine massive, verstärkte Tür blockiert. Du musst einen Weg finden, dieses scheinbar undurchdringliche Hindernis mit schierer Kraft zu zerstören oder mit einer List zu umgehen. Ich muss mal kurz unterbrechen, Leute. So, da bin ich wieder. Mein Typ wurde verlangt. Wo waren wir? Weg finden, Hindernis, scheinbar undurchdringliche Hindernis mit schierer Kraft zu zerstören oder mit einer List zu umgehen. Ja, genau. Wir müssen uns um diese Tür kümmern, durch die wir im Moment noch nicht durch können. Das heißt, wir haben nur die Möglichkeit, wieder das Podest zu benutzen. Aber bevor wir jetzt weitergehen, ich glaube, wir müssen in den Magiebrecher, möchte ich erst nochmal zurück ins reine Nichts. Denn da können wir den ersten Dämon besiegen, der quasi das Innere bewacht. Da war nämlich eine Geistertür. Und da wir die Geistergestalt ja schon haben, können wir diese Tür durchqueren. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wenn ich mal wüsste, wo die Geisttür ist, nehmen wir doch einfach die. Und schon können wir hindurch. Wir betätigen F5. Und schreiten hindurch. Und schon ist direkt pausiert. Denn die gute Jevena gilt es zu besiegen. Ich frage mich nur gerade. Wir könnten sie ja eigentlich mal in das zermalmende Gefängnis packen. Das hat auch direkt funktioniert. Dann gehen wir jetzt in normale Gestalt. Aktivieren Momentum und klatschen direkt Jevena um. Und zwar einmal mit der Unruhe und einmal mit dem Zwei-Waffenstreich. Und schon ist Jevena, wie auch immer, Geschichte. Jetzt noch kurz die Schatten. Die sollten ja auch kein größeres Problem darstellen. Yeah, easy going. Kein Ding. Bringe die Dämonen zur Strecke. Du hast einen der Dämonen vernichtet, der im Zentrum eines... Erstmal die blöde Kampfmusik aus, bevor ich hier vorlese. Ja, nun ist ja gut. Warum ist denn hier immer noch...
Jetzt hat er's gecheckt. Also, bringe die Dämonen zur Strecke. Du hast einen der Dämonen vernichtet, der im Zentrum des Albtraums hauste. Wenn du alle Dämonen besiegst, könnte dich das zum Dämon der Trägheit führen, der sie kontrolliert und dich gefangen hält. Ja, klingt doch ganz gut. Dann würde ich doch mal sagen, da ist ein unheimliches Bauwerk. Ich will es sehen. Ihr bestimmt auch. Neuer Kodex-Eintrag, die schwarze Stadt. Und hier ist sonst, gucken wir nochmal um die Ecke. Nichts. Dann hauen wir wieder die Geistgestalt rein. Und schweben zur Tür. Gut. Und wieder raus aus der Geistgestalt und wieder das Podest benutzt. Wünscht. Ja, ich wünsche. Seht ihr jetzt, der erste Weg zum Allerheiligsten ist frei. Das ist doch sehr schön. Dann möchte ich jetzt nochmal in den brennenden Turm. Möchte ich das? Weil ich glaube, wir haben einige Essenzen vergessen, aber wir könnten natürlich auch erstmal alle Gestalten holen und dann nach und nach die Essenzen abklappern, was ich glaube, ich tun werde. Ach, wir gucken einfach mal nochmal in den brennenden Turm, ob wir da noch irgendwas holen können. Da wir ja jetzt die Feuergestalt haben. Konnten wir hier irgendwo durch? Da nicht. Aber doch hier, oder? Yes, sir. Wird gespeichert. Gut, dann einmal Feuergestalt. Und siehe da, wir können durch. Was ist hier? Ah! Geisttür. Na, wenn da mal nicht... Essenzen oder irgendwas ist, genau, eine Essenz der Konstitution und eine Essenz der Klugheit. Schön. Nehmen wir natürlich beide mit. Und auch Konstitution. Sehr schön. Hätten wir schon mal zwei mehr. Fein, fein. Dann nochmal die Feuergestalt reinhauen. Ich bin tot. Deine Reise endet, weil ich ein Vollidiot bin. Letzten Spielstand laden. Meine Herren. Man kann sich anstellen, man kann sich aber auch anstellen. Ich habe mir gedacht, stelle ich mich doch einfach mal an. Geistgestalt. Zum Glück war da ein Autosave. Essenz der Klugheit. Mein, wie dumm. Wie unfassbar dumm. Ich wollte doch nicht sterben. Ja, weil ich einfach zu früh losgelaufen bin. Ich konnte es wieder mal nicht abwarten. So, und hier noch irgendwas. Lurimader Mauseloch. Wohl nicht. Dann, ich bin ganz schön schnell in der Feuergestalt. Oder kommt mir das nur so vor? Komm, hopp, 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 hopp. Ja, speicher nochmal, danke. Falls ich wieder drauf gehe. Das Spiel denkt mit. Man kennt seine Spieler. Ja, normale Gestalt hätte ich dann ganz gerne wieder. Podest. Und ich würde sagen, wir begeben uns zum Magierbrecher. Weil ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich bei der Invasion der dunklen Brut den Endboss schon ohne, dass ich alle Fähigkeiten habe, besiegen kann. Aber ich befürchte ja fast, nein. Sonst wäre es ja irgendwie auch witzlos. Die Willenskraft eines Charakters bestimmt dessen Mana und Ausdauer. Wissen wir. Wir haben hier mal wieder eine massive Tür, durch die wir nicht durch können. Und haben hier zwei Mauselöcher, die ich gerne beide ausprobieren möchte.
Dieses führt uns zu einer Essenz Zeichen der Stärke. Permanent plus 1 auf Stärke. Das wäre das die erste Stärke-Essenz von derer 4. Also Mausgestalt. Wow, huch, und zurück. Ja, dann gucken wir doch gleich mal, was im nächsten so auf uns wartet. Dieser Lärm macht mich doch wahnsinnig. Unternehmt endlich etwas. Ein Magier, zwei Magier. Das war aber ein komisches Grummeln. Ja. Oh, hallo. Okay, die hauen mir gleich die Blitze um die Ohren. Das ist ja schön. Äußerst nett von euch. Scheiße. Ich glaube, ich sterbe. Nein, ich sterbe nicht. Wir nehmen gleich einen richtigen Rundumschlag. Meine Herren. Ich hasse Magier. Ich hasse sie. Also als Gegner. Ja, ist vorbei. Musik kann aufhören, bitte. Danke. Und hier ist noch nicht mal was in dem Raum. War das alles für den Allerwertesten? Super Sache. Ich hätte auch einfach durch die Tür gehen können. Ah ja. Na ja. Quick Save. Hab gerade Angst, dass ich hier alle 2 Meter abkratzen könnte. Was haben wir hier? Magier. Magier. Ja, ihr Penner. Kein Bock. Was machen wir denn mal? Was haben wir denn hier? Geistgestalt, Feuergestalt. Feuergestalt kann doch, wenn mich nicht alles täuscht, einen fiesen Feuerball in den Raum hauen. Gesagt, getan, na 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 na. Aber immer langsam mit den jungen Pferden. Feuerball. So, meine Lieben. Jetzt möchte ich wieder aus der Gestalt raus und euch verprügeln. Genau so wird es geschehen. Yeah! Astrein. Astreine Taktik. Und hier ist... Was ist denn das? Das ist nichts. Das ist cool. Kann ich das... vielleicht, haha, in der Geistgestalt benutzen. Eine Essenz der Magie. Sehr schön. Ach, Bücherregal. Mit einem neuen Codex-Eintrag. Die Geschichte des Zirkels. Ich bleib jetzt einfach mal in der... ich gehe mal in die Feuergestalt. Ich husche jetzt hier in der Feuergestalt durch. Alleine deswegen, weil ich dann mal kurzerhand einen Feuerball raushauen kann, wenn mir danach ist. Zum Beispiel jetzt. Ja. Jetzt sind wir hier. Oh mein Gott. 4 Magier. Feuerball auf diesen Magier, aber ob uns das was hilft und wie viel es uns hilft, das gibt's in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao!